Hallo ihr süßen Puppis, ich bin's, eure Jurassica Parker, mal wieder live aus Berlin. Heute ist der 25. August ungefähr. Irgendwie sowas im Dreh. Ende August. Das Wetter ist schon fast herbstlich heute. Ihr seht, ich bin im Auto. Neben mir ist der Klausi und der Putin auch. So, und wir holen jetzt gleich die Margot Schlönske und ihren Ehemann David Schwanau ab. Ist doch hier, oder? Ich weiß nicht, wo das genau ist. Das ist irgendein schrabbeliger Eingang. Du kannst ja die Schlönske vielleicht mal kurz durchklingeln, weil ich habe nämlich, so schlau wie ich bin, mein Handy zu Hause vergessen. Hallo? Dann habt ihr vielleicht so zwei, drei so kleine Plastikbeutelchen, so Butterbrotbeutelchen, aber wir haben nicht unsere Hundebeutel alle vergessen. Und der Hund muss ja auch kacken. Das ist jetzt auch nicht so wichtig. Hallo Schlönske. Wir laufen schon. Ja? Nur, dass er Bescheid ist. Hallo ihr süßen Püppis, mein Name ist Margot Schlönske. Wir fahren heute ins Nikolaiviertel und zwar zum 6. Nikolai-Festival-Event. Oh ja. Ja, unter dem Motto 1900. Deswegen sind wir beide heute angefragt. Und soll regnen? Ja, 40-50% Wahrscheinlichkeit. Klausi hat in seine App geguckt und da stand drin, dass es heute nicht regnet. David hat in seine App geguckt und da steht drin, dass es nachher regnet. Hinter uns sitzt David Schwanau. Der ist nämlich der Mann von Margot Schlönske und der schneidert auch alles. Genau. Der ist nämlich Kostümier. So, jetzt sind wir mal gespannt, welcher Mann und wessen App hier heute recht haben wird. Und es ist jetzt neuerdings, ist jetzt hier in der Potsdamer Straße, wegen der Luftreinigung, ist jetzt hier nämlich 30. Ja, es hält sich aber keiner dran. Nee, ja? Aber die Luft ist schon deutlich reiner geworden. Deutlich reiner geworden. Wenn ich mal frische Luft brauche, dann gehe ich auf die Straße, stelle mich auf die Potsdamer und atme richtig tief durch. Das ist eine syrisch-orthodoxe Kirche ist da nämlich. Und komischerweise, jetzt bitte, liebe Zuschauerinnen und Zuschauerinnen, bitte keine blöden Kommentare, aber es ist wirklich so, mein Hund kackt unheimlich gerne vor diese syrisch-orthodoxe Kirche. Ich weiß nicht warum. Klausi, das stimmt, ne? Ja, der kackt aber auch vor alle anderen Kirchen hier. Ja gut, das stimmt. So, jetzt komm mal. Du siehst so wahnsinnig klein neben mir heute aus. Ich bin klein. Du bist eine ganz kleine Person. Ich bin 1,53 groß. Gut, Margot, erklär uns doch mal jetzt, du als ausgebildete Klugscheißerin. Erklärst du uns jetzt doch bitte mal das Nikolaiviertel, Mitte Berlins, mal ein bisschen Historisches bitte. Ja, das Nikolaiviertel ist die Mitte Berlins, genau. Punkt. Weil Berlin war früher mal, ganz, ganz früher mal Köln mit C und Doppel-L und Berlin. Genau, das waren zwei Inseln, die zusammengeschlossen haben. Witzigerweise war die kleinere Insel oder die kleinere Stadt Berlin war dann Namensgeberin für das größere zusammengeschlossene. Ja. Unsere Männer überhaupt? Unsere Männer sind weg. Ich weiß, wo sie hin sollen, glaube ich doch. Da hinten laufen sie. Ach, der Hund kackt gerade. Putin! Es regnet gerade wirklich schlimm. Oh. Margot hat so einen Tageslichtschirm, guck mal. Ja. Da hat jemand nach dir. Wer ist das? Hallo? Du hast doch gar keine Fans. Das ist der trutscheligste Laden aus dem ganzen Nikolaiviertel. Wenn man da reinkommt, das ist eine absolute Reizüberflutung. Passt auf. Fröhlich wohnen heißt der Laden. Fröhlich wohnen? Oh. So, guckt mal hier wird fröhlich gewohnt. Hier wird fröhlich gewohnt. Guten Tag. La Reine Margot. La Reine, La Reine, das ist französisch und heißt Königin. Aber toll. Ja, in meinem Antlitz. Damals habe ich noch Ohrringe getragen. Ja. Mittlerweile trage ich ja noch Clips. Aber das ist ja wirklich toll. Das sollte die David Schwanau mal kaufen. Was kostet denn das? Das ist, steht ja keine, doch, steht ein Preis dran. Das sind 89 Euro, kann man eigentlich. Gut. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass ihr da wart. Ja. Wir waren schon mal bei mir. Ach so, okay. Genau. Fröhlich wohnen, sage ich dazu. Nicht wahr? Ja. Ja.
Das kann man machen. Die alte Streberin Margot hat natürlich eine extra App, die sich nur mit Regenverläufen beschäftigt, Margot. Ja, schau mal. Dann drückst du auf Start und dann kannst du sehen, wie der Regenverlauf der nächsten Stunde sein wird. So, dann kannst du auch vorwärts, rückwärts. Das war die letzte Stunde, ja? Das ist die nächste Stunde. Toll, oder? So geht das jetzt. Finde ich eigentlich gar nicht so toll, aber mein Gott, wenn dich das unterhält in deinem traurigen, armseligen Leben, meine liebe Margot. Ich mach das glücklich. Open-Air-Auftritte hat, ich werde ja für Open-Air-Auftritte gebucht, nicht nur nachts um 23 Uhr. Ach so. Zum Schallplatten auflegen, das kann ja. Schellackplatten. Schellackplatten. Du siehst heute wahnsinnig klein. Gott, ich meine, du könntest meine Tochter sein, würdest du nicht so alt aussehen. Ich habe linksseitigen Schnupfen. Es läuft ja, im linken Nasenloch läuft es die ganze Zeit ununterbrochen. Es läuft und läuft aber jetzt und läuft. Gerade nicht. Nee, ich zieh's auch die ganze Zeit zwischendurch hoch, wenn du auf Pause drückst. Mach mal. Oh, ja, süß. Lecker. Das ist ein zweites Frühstück dann. Ne? Margot, hast du schon wieder Speed konsumiert? Nee. Heimlich. Hast du Schnupfen? Das ist ein bisschen wie Austern. Was? Wie Austern? Diese? Ja, ist mir nie aufgefallen, dass Austern ein bisschen aussehen wie Schnupfen und umgekehrt. Ach so, ja, schmecken auch so, ehrlich gesagt. Ich habe gelernt, die Austern musst du vorher noch mit ein bisschen Zitrone irgendwie. Ja, damit die stirbt. Ja, für die ist das dann wie so ein Orgasmus noch. Irgendwie. Und ja, und wenn sie dann so richtig so abgeht, dann ist ja schon der Speiseröhre und huscht runter. Das war's. Ist das süß gestaltet, liebe Zuschauerinnen und Zuschauerinnen? Man sieht dich gar nicht jetzt hier. Guck mal, siehst du nicht? Also, ich muss hier wirklich so ganz. Glossy, glänzende. Siehst du noch kleiner? Ein winziger grüner Frosch neben mir. Damit man mich besser sieht. So, da vorne ist die Nikolaikirche. Ach, der ist das Viertel benannt worden. Hättest du das gewusst? Hätte ich jetzt eigentlich auch gar nicht gedacht. Ich zeig euch die mal. Margot, das Lied hast du ja geschrieben, damals, vor dem Krieg. Ja, das war Marsch, leider. Vor dem Ersten Weltkrieg, da war die Margot nämlich Komponistin früher. Sehr schrill. Was? Es ist wahnsinnig laut hier gerade. Lied hier, dieses martialische, ja. Toll, ja. Also voll vorfähig. Na dann los. Ja, weil das aber so lang ist. Wir haben noch längere. Ja. Wir fahren jetzt da mit dem Karussell. Margot. Karussell? Ich habe Sorge, dass es zusammenbricht bei uns. Die Kinder früher auch gehalten, als sie noch arbeiten mussten. Im Käfigen. Oh, weia, es gibt schon wieder schlimme Kommentare auf YouTube. Vielleicht hier. Aber wie lange spielt denn diese Kapelle? Warum kriegt die zusätzliches Gewicht? Und der Holger zeigt uns jetzt nämlich die... Was ist denn jetzt los? Der Holger zeigt uns jetzt die Highlights der Nikolai-Festspiele. Oh. Das ist nicht süß gestaltet. Das süß gestaltet. Ätherwellen-Strömungskompensator. Klingt gefährlich. Oh! Ach! Leute, die früher sich angetan haben, oder? Man muss einmal. Oh Gott. Ihr werdet Aufnahmen haben, die hat die Welt noch nicht gesehen. In der Tat. Ich denke, du machst Sport. Es ist Gewichtheber. Entschuldigung. Wie sehe ich aus? Steht mir das? Großartig. Soll ich schon mal in die Disco gehen? Auf jeden Fall. Ja. Ist halt ein bisschen hinderlich beim Auflegen, aber ansonsten toll. Wie fandest du mich in diesem Fluggerät? Es hat dir sehr gut gestanden. Sehr gut gestanden. Es hilft beim Abheben. Und
Leider wartet mir nicht genügend Wind, sonst wärst du jetzt schon... Sonst wäre ich schon, ja, also kann ich das... Dreimal am Fernsehturm rumgeflogen. Genau, demnächst, ich baue mir jetzt sowas auf. Und wenn ich mal ein Booking in Hamburg habe oder so, dann nehme ich das einfach. Jetzt rüber. Du hast einen Tropfen an der Nase. Ja, das weiß ich, weil ich habe linksseitigen Schnupfen. Und das ist das was Schlimmes, das wird irgendwie von den Taschentüchern nicht aufgesaugt. Das ist so ein dicker Schnodder. Erzähl mir bitte ganz viel über deinen dicken Schnodder. Ja, also er ist farblos. Ja. Oh ja. Er ist klar. Ach, kann aber mit so Stücken. Nee, ohne. Das ist ja ach, ist einfach so ein Schleim. Ja. Einfach nur Schleim. Und ich weiß nicht, wenn man leichtes Tages-Make-up drauf hat, schlecht ist die Nase zu putzen. Das stimmt, das ja. geht halt irgendwann hat man nämlich dann um die Nase rum echte Haut. Ja. Und der Rest ist dann noch unecht. Und wer mag schon echte Haut? Wir haben eben gerade... Ja, genau. Wir haben eben gerade diese Fotos gemacht. Da haben sich andere Leute mit dazugestellt, die auch Fotos gemacht haben. Von dir und mir in diesem Gleiter drin. In diesem Gleiter. Und wir haben Gage bekommen. Die hat uns eben gerade wirklich Gage gegeben. 5 Euro? Ja. Und die kam aus Chemnitz und die hat gesagt, so was wie uns möchte sie auch unbedingt gerne mal in Chemnitz sehen. Das finde ich süß. Liebe Leute in Chemnitz, bitte kontaktiert uns. Wir kommen sehr gerne. Ich muss dazu aber sagen, ich bin schon öfter mal in Chemnitz aufgetreten. Chemnitz ist wirklich die schrecklichste Stadt Deutschlands. Wenn ich das einfach mal so ehrlich sagen darf. Bucht mich, ich finde Chemnitz toll. Die Leierkastenfrau spielt aber. Warte, komm mal her, du musst tanzen. Komm, sing. So, jetzt. Wir haben auch schon überlegt, wahrscheinlich spielt die Exa aber, weil jetzt hier so viele Homos in der Ecke stehen. Ja. Auch aufgelöst. Oh. Jetzt kommt Kraftwerk. Schon wieder aber. Da kann man der hat wahrscheinlich die Aber-Collection gekauft bei eBay. Wir würden das gerne mal auf einer Disco ausprobieren. Ja, das wäre toll. So einen Raum komplett beschallen mit so einem Leierkasten. Da spielen wir die aktuellen Hits von Lady Gaga und so. Und Nicki Minaj. Oh. Ja, schön, das kommt von innen. Hallo. Ich möchte nur mal sagen, dass ihr was für eure Annalen habt. Ja. Mein Name ist Prinz Heinrich, 1726 bis 182. Deswegen kann es natürlich sein, dass ich ein bisschen verstaubt wirke. Ja. Aber ich übergebe jetzt mal das Wort meines Offiziers. Ja, oh. Was soll ich dazu sagen? Da kann ich ja eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Mein Gelübde doch wie immer. Aber der ist total süß, der Offizier. Ja, na, hab ich ja, die Offiziere sind immer, immer süß. Ja, das sind immer die, die im Hintergrund arbeiten. Ja. Hast du das, was mit dem Prinz eigentlich am Laufen? Der Prinz. Der Beckraum ist wie sich gerade. Das ist das Interessante. Aber da möchten wir doch mehr. Beide also bumst? Ja. Oh, guck mal. Das ist der Transenbedarf. Oh, mit Spiegel. Guck mal hier. Oh. Super, ja. Wobei ich überlege, ob man das mit Internet. Also man kann es ja zum Beispiel dafür einmal. Ja. So, Margot ist abgelenkt. Ich kann jetzt schnell wegrennen und sie nie wiedersehen. Und da stehen die Männer und warten. Da stehen sie alle und warten. Es ist nicht einfach mit Transvestiten. Ich bin ja kein Fan von Käse. Nee. Und Birnen sind das schlimmste Obst, das es gibt. Obst ist ja gar nicht mein Birnen. Käse. Und sich eigentlich und auch. Jetzt guckt mal, was es hier gibt als Hausspezialität. Gebackene Käsebirne. Marco, soll ich dich auf eine gebackene Käsebirne einladen? Ah. Der Eierknacker. Trau dich. Hi. Jeder gewinnt, jeder Treffer ein Jubel. Der Eierknacker, da seid ihr hier richtig. Wollt ihr es denn mal wagen, die Eier zu zerschlagen? Was soll man denn da machen? Und zwar haben wir diese wunderschönen Eisenkugeln. Und wir ach, ich dachte, man wirft mit Eiern. Von unten nach oben und spielt das ah. So, Margot, jetzt beweise mal, dass ja. Schwule werfen können. Danke. Ei, danke. Oh, Runde 3 beginnt.
Die Leute, die hier wohnen, die freuen sich über euer Spiel, ne? Ja, ich hoffe. Zwei der Würfe hast du noch frei. Wir faken dafür ein bisschen. Komm, ja, was denn? Ja, ja. Ja. Gehst du und ich, das ist. Ja, genau. Genau. Das ist die Feuerste. Komm. Bezahl natürlich so. Oh, Margot. Margot, nicht wahr sein. Komm jetzt hier. Oh! Toll! Applaus! Applaus! Jetzt könnt ihr euch einen Glücksstein aussuchen. Oh. Der sieht aus wie ein Zahn. Das ist wie ein großer. Ein großer Zahn. Du auch? Ach, ich glaube, wir haben jetzt beide. Mir gefällt ja auch gar nicht der Stein. Zahn. Das, wir müssen jetzt ein bisschen kritisch über das Spiel reden, weil es ist natürlich nicht in Ordnung, das Lebensmittel zu spielen. Eben. Die Eier waren bestimmt abgelaufen. Die waren abgelaufen, das wissen wir. Ja, das waren auch vegane Eier. Ja. Von wirklichen Hühnern. Ist kein Küken dran gestorben? Nein, nein, alles. Guck mal, das ist ja auch. Also, ich liebe ja schlimme Architektur und das finde ich immer toll. Ich finde das so toll. Da hat sich der Architekt hat sich gedacht, ich baue mal ein Haus mit Titten. So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und da ist der Fernsehturm. Da gehe ich mit Margot auch irgendwann mal rauf. Margot, warst du schon mal auf dem Fernsehturm? Ja, war ich schon mal. Ich auch. Das letzte Mal 1986, als wir mal aus Berlin besucht haben. Ach so. Ja. Seitdem hat sich da auch nichts verändert. Das glaube ich auch. Margot ist ja nicht nur wahnsinnig schlau, sondern sie ist auch Charity-Lady. Und sie hat jetzt ihr neues Charity-Projekt gestartet. Margot, bitte. Ein Herz für Drachen. Deshalb bin ich heute mit dir unterwegs. Ich weiß, danke, Margot. Oh. Ich habe einen ganz süßen Hund gefunden. Oh. Hallo. Ach, da kommt er schon. Da kommt er schon. Da kommt er schon. Ui, hat sie geschnappt. Und jetzt für ein Chor. Sehr sakral hört sich das an, nicht wahr? So, Margot, wie hat es dir denn heute gefallen? Ich fand es sehr, sehr schön. Sehr schön. Sehr viel Spaß gemacht. Wir haben tolle Sachen erlebt. Das Riesenrad fand ich eine großartige Geschichte. Ja, und ich bin ja auch mit diesem Ding geflogen, mit diesem Fluggerät. Ja, das hat mir sogar Geld eingebracht. Hat mir sogar Geld eingebracht. Haben wir gleich wieder ausgegeben fürs Eierwerfen. Ja, genau. Eine Stahlkugel auf Eierwerfen. Ja. Und ich habe gewonnen. Ja, und du hast gewonnen. Ein Glückstein. Ich habe meinen Glückstein oder Zauberstein, was auch gesagt, im BH. Zeig den noch ist mal kurz. Ich habe meinen irgendwo in der Handtasche drin. Da? Ist egal. Sieht wirklich aus wie ein sehr großer Zahn. Sieht aus wie ein sehr, 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 so ein Weisheitszahn, so ein Backenzahn. Wir bedanken uns recht herzlich bei Herrn Dr. Holger Meier. Genau. Für die Einladung zu den Nikolai-Festspielen 2018 und würden uns freuen, wenn ihr nächstes Jahr wiederkommt. Oh ja, sehr gerne. Ne? Ich würde mich sehr freuen. Ja? Wissen wir schon, ist dann wieder wahrscheinlich letztes Augustwochenende. Keine Ahnung. Bis dahin. Bis dann. Bye. Bye. Sharing is caring.